Hallöchen, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Video im neuen Landwirtschaftssimulator 25. Ja, was soll ich sagen? Ich sehe immer noch ein bisschen ähnlich aus. Ganz klar, ich bin ja auch immer noch dieselbe. Aber stellt euch mal vor, ich habe im Lotto gewonnen. Und ihr seht, da oben in meinem Konto, da ist 1 Million drin. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist doch die Gelegenheit. Jetzt hauste ab aus Europa und bin über einen großen Teich geflogen und da bin ich jetzt. Ich habe hier schon mal Urlaub gemacht in der Nähe und habe den alten Herrn, der da hinten steht und mir jetzt schmunzelnd zuschaut, wie ich euch begrüße, schon mal kennengelernt. Aber nur flott, ganz flüchtig im Vorbeigehen. Ja, und dann habe ich hier von vielen anderen erfahren, dass der Hof hier zur Verfügung steht, denn sein Sohn hat keine Lust auf Landwirtschaft und hat sich einfach dafür entschieden, in der Stadt zu leben und ein ganz anderes Leben zu führen als er. Ja, und er sollte ja eigentlich diese Landwirtschaft übernehmen. Und nun habe ich ihn besucht und er hat mich gefragt, ob ich das nicht machen könnte. Ja, klar, habe ich gesagt. Das ist doch die Gelegenheit. Ich habe gerade so herrlich im Lotto gewonnen und kann einen Neuanfang starten. Und warum nicht hier? Also, gehen wir es mal an. So, jetzt werden wir uns aber erstmal umschauen, was mir hier alles zur Verfügung kam. Ich habe ja überhaupt noch keine Ahnung großartig, was man hier so alles, was mich hier erwartet. Das hier vorne sieht aus wie ein Stall. Oh, das ist ein Hühnerstall, würde ich mal sagen. Ja, das ist ein Hühnerstall, aber irgendwie gefällt der mir nicht. Die haben ja gar keinen Platz in diesem kleinen winzigen Gatter. Den werde ich mit Sicherheit nicht benutzen. Vielleicht ist es ja auch nur Deko, obwohl da ist eine Stelle, wo Eier spawnen könnten. Oh, guck, hier, ach, die alte Pumpe hier. Ja, man sieht, dass das ein älterer Hof ist. Hier ist viel zu tun, würde ich mal sagen. Und hier wird auch hat der Großvater wahrscheinlich noch gewerkelt und Holz gehackt hier. Könnte sein, was ist hier? Hier ist auch noch irgendwie ein Eingang. Aber da kann man nicht rein. Nein, kann man nicht. Okay, ein bisschen Deko hat er auch hier vorne, aber das ist Müll hier. Das müssen wir mal entsorgen, ne? Aber das hier hat er doch hübsch gemacht. Die Blümchen hier, guck mal. Das ist doch mal. Ja, er gibt sich schon Mühe, aber ja, er ist schon nicht mehr so jung jetzt, ganz klar. Oh, hier gab es auch schon mal Kinder. Ja, vielleicht als sein Sohn noch klein war, der wird hier geschaukelt haben, ne? Wäsche hat er auch noch gewaschen oder hat er vielleicht eine Haushälterin, die ihm hilft? Ach, der Hut hängt auch auf der Leine, na guck mal. Ja gut, der muss ja auch ab und zu mal durchgespült werden, ne? Das ist hier allweg das Wohnhaus. Da steht eine Kiste mit irgendwas zu trinken vermutlich. Ach, grillen können wir auch. Guck mal, nicht schlecht. Und da steht noch ein Wäschekorb. Ja, ich denke mal, ich werde ihn unterstützen, auf jeden Fall. Hier kann man sich doch eigentlich ganz wohl fühlen. Das ist eine schöne Ecke, schön grün und kuschelig. Hier haben wir auch noch ein bisschen Deko stehen. Ja, warum nicht? Okay, also, jawohl, Großvater, ich werde das übernehmen, versprochen. Wir werden hier was draus machen und du kannst hier deinen Lebensabend verbringen. Das verspreche ich dir. So, jetzt wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier an Fahrzeugen zur Verfügung. Oh, Johnny. Naja, ich denke mal, da muss ich mir erstmal überlegen, ob ich den überhaupt nutze. Ich will mal gucken, was mir hier überhaupt zur Verfügung kam. Ich glaube, der ist ein bisschen kräftiger, der ist auch größer. Da haben wir schon mal erste Gerätschaften, das ist schon mal in Ordnung. Bienen. Oh, Bienen haben wir auch. Na, guck mal, oh. Die scheinen auch zu funktionieren. Hier gibt es ja schließlich einen Trigger, wo der Honig spawnt. Okay. Sieht klasse aus. So richtig schöne alte Bienenstöcke.
Ja, und das Summen, das ist mir so bekannt. Das scheint ein älteres Silo zu sein hier. Einen Sonnenkollektor haben wir auch. Na, guck mal. Nicht schlecht. Das ist allweg mein Silo. Okay. Gut. Was haben wir denn hier noch? Wollen wir mal schauen hier. Ach du lieber Himmel. Drei Kühe? Naja. Ja, mu. Ich denke mal, mit Tieren werde ich jetzt hier nicht anfangen. Ich muss erst mal Grund hier reinkriegen, denke ich mal. Ich vermute, ich werde erst. Oh ja, wir haben hier Ländereien. Ich denke mal schon, dass die zum Hof gehören. Ich werde gleich mal nachschauen. Da steht ein Drescher. Ja, das ist doch mal klasse. Und die Kühe müssten mit Sicherheit Wasser kriegen, wenn man sie behält. Aber ich werde die verkaufen. Ja, ich werde die verkaufen. Damit fange ich jetzt nicht an. So viel wie ich mitgekriegt habe, geben die Kühe von der Weide her auch keine Milch. Das wäre jetzt nur eine Aufzucht, um sie zu verkaufen. Und da muss man ja auch erstmal Futter und Co. reinstecken, denn die Wiese alleine bringt es nicht. Die ist nicht so ausreichend nahrhaft. Naja, nee, das. So, ich gucke jetzt erstmal auf die Karte. Was gehört uns denn hier alles? Wie macht man das hier überhaupt? Ach, hier sieht man es auch. Die grün umrandeten, das habe ich schon gecheckt. Das sind unsere Felder. Oh, hier vorne ist noch ein großes Feld. Guck an. Hier stehe ich jetzt gerade. Und die Felder, die kaufbar sind, die haben eine schwarze Umrandung in der Nummerierung. Okay. Das ist schon mal der erste Unterschied, der mir direkt auffällt. Jetzt muss ich mal gucken, wie war denn das hier? Kam, wo? Das hier ist Anbaukalender. Okay, ach, wir haben August. Raps ist zu ernten und gleichzeitig auch anzubauen. Kühe haben wir, ja, genau. Ja, ist klar, alles bei Null. Futterkapazität 40%, ja, seht das ist zu wenig. Da müsste man schon was dazu füttern, wenn man hier 100% kriegen möchte. Und das werde ich jetzt erstmal nicht tun. Ich fange nicht mit Tieren an. Das ist zu früh. Das hier sind Aufgaben. Aha. Das hier Produktionsketten. Okay, gut. Biogasanlage, Bäckerei, Böttcherei, Dosenfabrik, Getreidemühle. Okay. Papierfabrik haben wir. Na, guck mal an. Bei uns wird es aber immer Papier geben, ne? Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ah, das ist sehr interessant hier, was wir hier alles zur Verfügung haben. Zementwerk gibt es auch. Eine Ölmühle, das ist gut. Wir haben ja auf dem Feld, habe ich gerade gesehen, Raps zu ernten. Das können wir schon mal dorthin bringen, denke ich mal. Was haben wir hier? Preisgeschichte. Ach ja, das kennt wer. Das kennt man ja schon. Momentan, ja. Gut. Austernpilze. Chilischoten. Guck an. Ach hier, guck. Das ist ja interessant, die Distanz. Da kann man ja schauen, was am nächsten ist und entscheiden. Das finde ich gut. Die bringen auch ordentlich Geld, wie es aussieht. Chinakohl, Buschbohnen, die kriegen, oh, die bringen auch was ein, ja. Was haben wir denn hier noch? Dachplatte. Schön. Was bringen Eier? Oh, wir sollten uns Hühner anschaffen. Das ist eine gute Idee. Hühner. Mit Hühnern werde ich anfangen und mit Gewächshäusern habe ich mir überlegt. Was bringen Erdbeeren? Nicht ganz so viel. Was haben wir denn hier sonst noch? Wo Erbsen? Wie ist das mit denen? Bringen auch was ein? Ja. Frühlingslauch. Gerste.
Aha. Jetzt will ich mal gucken, wie ist denn das mit Hafer hier? Oh, Hafer bringt mehr wie Gerste. Da guckt euch das mal an. Die Wertigkeiten hier sind andere. Das interessiert mich. Honig bringt auch ordentlich was. Vielleicht sind ja meine Bienen fleißig. Was haben wir denn hier jetzt noch? Knoblauch haben wir noch. Okay, ich glaube, die Früchte im Gewächshaus sind alle ein bisschen ähnlich, was die Preise betrifft. Milch. Ja, gibt auch. Oliven. Naja, das haben wir über Raps. Das ist auch nicht schlecht. Reis. Reis bringt natürlich ordentlich was, ist ganz klar. Ist ja auch ganz neu im Spiel. Salat. Oh, guck mal, Salat hat gar keinen schlechten Preis. Tomaten. Ah, das ist ja super. Das ist ja nach dem Alphabet geordnet. Also Salat hat jetzt den höchsten Preis gehabt, habe ich festgestellt. Okay. Wo kommt man denn hier zur Karte? Ich werde erstmal speichern, vorsichtshalber schon mal. Das ist nie verkehrt. Spieleinstellung. Ach ja, da muss ich ja auch noch rein. Genau. Das würden wir gleich mal eben sofort machen. Ich speichere selbst. Ich gehe auf Echtzeit. Das lasse ich auf einfach. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das hier ergeben wird. Verkehr, na gut, lasse ich erstmal an. Das mache ich auch. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch gut. Schnee, nö, will ich nicht haben. Fruchtzerstörung aus. Das lasse ich an. Lesesteine mag ich jetzt mal nicht in diesem Spiel. Unkraut, das bleibt auch an. Kalken ist an. Zerstörung. Ja, ich weiß nicht. Ich lasse es mal an. Aus purer Neugier. Haben wir Pech, dann haben wir bald Pech. Das lasse ich auf normal, automatischer Motorstart. Nein, mache ich es selber an. Sonst brummt das ja ständig, wenn man hin und her springt zwischen den Geräten. Das lasse ich an. Anhängerfilm lasse ich aus. Spritverbrauch gehe ich auf niedrig. Der Sprit ist immer teuer, das kennt man. So, und das geht hier alles auf aus. Da kümmere ich mich selbst. So, allgemeine Spieleinstellung haben wir ja hier auch noch. Das kann bleiben, das kann bleiben. Das lasse ich an, das auch, falls ich hier irgendwelche neue Sachen wissen muss, dass das an ist, dass man es sieht. Euro, Kilometer, Grad, Celsius, Hektar, ist auch alles klar. Radio brauche ich nicht. Dann Fahrzeugkamera, das lasse ich auch so, wie es eingestellt ist. Das lasse ich auch, wie es eingestellt ist. Das lasse ich alles an. Das ist richtig, wie es ist. Automatik, Automatik, Geschwindigkeit, jawohl. Auf dem Zug, oh, ich hoffe, dass ich keinen Zug nutzen muss. Ich mag die Züge im Landi nicht. Das lasse ich so, wie es ist, und das lasse ich auch so, wie es ist. Das ist in Ordnung. Ja, das ist gut, wie es ist. So, das muss ich jetzt nicht nachgucken, aber ich will jetzt wissen, wo finde ich denn? Wie kann ich denn Land auswählen? Ich weiß das gar nicht. Hilfe, Spiel verlassen, Steuerung, allgemeine Spieleinstellung. Keine Ahnung. Okay, ich gehe jetzt einfach mal auf Zoo. Oder was haben wir hier vorne? Beenden, speichern, auswählen. Nächstes Menü. So, ich gehe zurück. So, meine lieben Zuschauer, wie viel Zeit haben wir denn noch? Gar nicht mehr so viel. Also, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal alles soweit hier kennengelernt. Und ja, hier muss ganz klar, Kalk drauf sehe ich gerade, muss auch gepflügt werden. Da habe ich noch einiges vor mir. Rapsernte reif. Ich würde sagen,
Der Mähdrescher, der sollte schon mal hier anfangen. Was ist denn das da eigentlich? Sieht aus wie Weizen oder irgend so in der Art, oder? Ja, es ist Weizen. Auch erntereif. Gut, das sind die ersten Schritte, die ich einleiten muss hier. Steigen wir hier mal ein. Boah. Also die Grafik von diesem Spiel gefällt mir ja phänomenal. Wir fahren mal ein bisschen weiter hier vor. So. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu dicht hier an das Gebäude gestellt. Ich fange schon wieder an ziemlich. Naja. Ich hätte ein bisschen weiter rumfahren sollen. Vielleicht kriege ich es ja auch so. Aber ich glaube eher nicht. Nee, komm. Komm, Maritzel. Wir fangen gar nicht erst an, hier so rumzubasteln. Wir müssen das nochmal anhängen. Und dann. So. So, jetzt kriege ich das eher. Das Menü ist alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss ich erst alles ausprobieren, wie ich was wo finde und so. Das wird noch lustig. Man ist das so gewohnt, wie das war. Das war alles so idiotensicher, wo man wusste genau, wo man was findet. Das ist jetzt hier nicht der Fall. So, ich würde sagen, ich stelle den so lang hier hin wegen dem Zaun. Die Kühe sind ja noch da. So, ich würde sagen, ich drücke mal ganz feste das Haar. Ah ja, so, das klappt. 6 Meter Arbeitsbreite haben wir vorgewendet, schlägt da zwei Stück vor. Ich fange mit dem Vorgewende an. Jawohl, Spuren überspringen tun wir nicht. Das ist nicht notwendig, denke ich mal. Das kriegt der so hin. Okay. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ja, ich habe jetzt H gedrückt. Und da wird er das Feld wohl abarbeiten hier. Jetzt pendelt er sich ein. Okay, das klappt besser als ich dachte. Wahnsinn. Ja, so. Ja, dann hätten wir, glaube ich, das erste Video hinter uns gebracht. Ich springe hier jetzt raus und kriege gleich eine Ladung ab hier. Okay. So. Meine lieben Zuschauer, das wäre es dann erstmal für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gern einen Daumen da. Ich freue mich auch schon auf die Kommentare unter diesem ersten Video im LS25 und sag jetzt Tschüssi für heute, macht's gut, passt bitte gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Ich sag mal bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.